Großer Medienbahnhof in der Magdeburger Lumumba-Straße zu Füßen eines 10-Geschosser-Giebels. Nein, nicht unter diesem Giebel, sondern unter diesem hier. Denn hier soll in den nächsten Wochen ein weiteres Wandbild entstehen, für das wieder die Magdeburger Graffiti-Künstler von Strichcode verantwortlich zeichnen. Die MWG Wohnungsbaugenossenschaft als Eigentümer des Wohnblocks fand, dass hier dringend etwas passieren müsste. Zu einer Familie, zum Mädchen, oft auch ein Junge noch gehört. Und hier bietet sich an, weil man fährt aus der Stadt raus. Ist nochmal ein Gruß für die Magdeburger und vielleicht auch für die Gäste wiederzukommen. Und da der Club aufgestiegen ist, haben wir uns gedacht, passt das sehr gut. Es gibt sicherlich auch Frauenfußball einen guten. Aber mit dem Jungen, denke ich, ist uns da nochmal ein Glücksgriff gelungen. Wir haben es ja gerade gehört, nach dem Mädchen ist nun ein Junge dran und der spielt natürlich Fußball. Und da ist es für einen Neunjährigen geradezu Ehrensache, Fan vom 1. FCM zu sein. So wurde heute jedoch noch nicht das Motiv gezeigt, das nun entstehen soll. So viel kann man aber schon jetzt verkünden. Neben Taylor Bulert, der aus 60 Bewerbern ausgewählt wurde, wird natürlich ein Fußball zu sehen sein und er wird ein Fußballtrikot tragen, womit klar wäre, dass die FCM-Vereinsfarben das Bild bestimmen werden. Der wird im FCM-Trikot da zu sehen sein, mit dem MWG-Logo auf der Brust. Und machen wir auch, weil wir mit dem Kids-Club eine feste Partnerschaft gerne eingegangen sind. Der hat ja über 1000 Kinder, sind in dem Club da schon organisiert. Und wir als Familiengenossenschaft haben auch etwa 800 Kinder. Und ich denke, das ist eine gute Synergie. Gemeinsam mit Nico Hammann vom 1. FCM und Gordon Motsch von Strichcode durfte Taylor dann den ersten Strich an die Fassade malen. Ganz offiziell und mit der Genehmigung vom Hauseigentümer. Und auch nicht bei Nacht und Nebel, sondern vor laufender Kamera und im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Und natürlich war es ein FCM-Schriftzug, der allerdings, wenn Strichcode erst einmal fertig ist, dann genau dem Vereinssigné entsprechen wird. Man hat das nicht oft, dass man 10-Geschosser bemalt, vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Und es ist in den ersten Tagen immer eine Gewöhnungszeit auf jeden Fall. Man hat, wie man das hier sehen kann, das Raster von den Platten. Und ja, das nutzen wir dann halt auch als Raster und legen das auf den Entwurf im Maßstab. Und dann ist es für uns ganz einfach, das Bild ins Große zu übertragen. Ja. Das hilft ungemein. Natürlich wollte auch MDF1 wissen, wie ein Neunjähriger mit der zu erwartenden Prominenz umgehen wird. Ganz professionell und wortkarg, wie es sich für einen großen Star gehört. Kann man bei euch in der Gegend schön Fußball spielen? Ist in Ordnung. Musste deine Mutti dich sehr überreden, dass du das machst? Etwa 3 bis 4 Wochen wird es nun dauern, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Bis dahin werden wohl etwa 400 solcher Spraydosen verarbeitet worden sein. Vornehmlich in den frühen Morgen- und späten Nachmittagsstunden soll gearbeitet werden, wenn die Sonne nicht mehr so auf die Fassade knallt. Und alle Magdeburger, die hier vorbeikommen, können sich vom Fortschritt der Arbeiten überzeugen.